Hallo allerseits und einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute auf Einladung der Cusanus Hochschule an einer Videoringvorlesung teilnehmen zu dürfen. Insbesondere freue ich mich, dass wir zwar weit entfernt voneinander sitzen, aber dennoch nach meinem Vortrag zusammen diskutieren können. Dafür gilt mein Dank allen, die dies organisatorisch und technisch ermöglicht haben, insbesondere Herrn Bäuerle und Herrn Mayer. Ausgangspunkt meines Vortrags zum Thema Aufbau einer solidarischen ökologischen Care-Ökonomie, ein Plädoyer in Zeiten von Corona, ist die Tatsache, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Menschen mit hohen Sorgeaufgaben in der Familie und oder im Beruf völlig unangemessen sind. Die Sorgearbeit wird meist unentlohnt in Familien geleistet und dort häufig auch gar nicht als Arbeit wahrgenommen. Meist kommen insbesondere Frauen mit den hohen Belastungen von ausgedehnten flexibilisierten Erwerbsarbeitszeiten und hohen Anforderungen bei der Erziehung von Kindern und auch der Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger an die Grenzen ihrer Kräfte. Zu einem geringeren Teil findet die Sorgearbeit aber auch entlohnt in Care-Berufen statt. Etwa durch Erzieher und Erzieherinnen, Pflegekräfte, Lehrerinnen und Lehrer oder Sozialarbeitende. Sie haben weit vor dem neuen Coronavirus immer wieder auf unzureichende Arbeitsbedingungen in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern hingewiesen und haben eine Aufstockung des Personals angemahnt. Doch Gehör fanden sie im politischen Raum kaum. Letzteres hat sich allerdings jetzt in Zeiten von Corona teilweise deutlich verändert. Derzeit erhalten Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte eine große Aufmerksamkeit, da wir alle spüren, wie stark wir von ihrer Arbeit abhängen. Und das ist gut so. Aber selbst in einer solchen zugespitzten Situation, in der von Seiten des Staates alles Geld in die Hand genommen wird, um den Virus zu bekämpfen und gleichzeitig die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, erfährt die familiäre Sorgearbeit kaum Unterstützung. Abgesehen von Beschäftigten in sogenannten systemrelevanten Bereichen, müssen Eltern je individuell eine Ganztagesbetreuung ihrer Kinder und häufig dazu im Homeoffice die eigene Berufstätigkeit realisieren. Sie sollen dabei auch noch eine gute Lehrerin, Hauswirtschafterin oder Trösterin sein. So fühlen sich insbesondere Mütter derzeit noch mehr alleingelassen, als dies in normalen Zeiten der Fall ist. Mit meinem Vortrag möchte ich Ihnen verdeutlichen, warum Menschen mit hohen Sorgeaufgaben häufig überlastet sind, dies aber kein individuelles Problem ist, sondern gesellschaftliche Ursachen hat. Dazu erläutere ich Ihnen zunächst, was unter Care bzw. Sorgearbeit, diese beiden Begriffe werden im deutschsprachigen Raum synonym verwendet, verstanden wird und welchen großen Umfang diese Arbeit innerhalb der bundesdeutschen Ökonomie einnimmt. Im zweiten Schritt möchte ich verdeutlichen, wie sich im neoliberalen Kapitalismus die Arbeitsanforderungen deutlich verschärft haben, sodass viele Menschen die hohe Arbeitsbelastung in Familie und Beruf kaum stemmen können. Gleichzeitig wird dabei eine Krise sozialer Reproduktion deutlich, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an Bedeutsamkeit gewonnen hat. Dieses Konzept werde ich kurz erläutern. Ich gehe an dieser Stelle aber auch kurz auf die Krise ökologischer Reproduktion ein, über die ja breiter diskutiert wird. Dies ist mir wichtig, weil ich im Anschluss zeigen möchte, dass der Aufbau einer solidarischen und nachhaltigen Care-Ökonomie eine Antwort auf beide Krisen sein kann. Und wenn ich Ihnen diese grundlegenden politisch-ökonomischen Zusammenhänge deutlich machen konnte, dann ergeben sich daraus beinahe zwangsläufig, meine ich, konkrete politische Handlungsvorschläge. Ich stelle Ihnen also im vierten Schritt die Transformationsstrategie der Care Revolution vor. Mit den darin vorgesehenen Schritten landen wir dann am Ende dieses Vortrags, bisher leider nur gedanklich, in einer solidarischen und nachhaltigen Gesellschaft. Meine Hoffnung ist, dass Sie dieser Weg der Care Revolution vielleicht so anspricht, dass Sie wissenschaftlich und/oder politisch zu deren Realisierung etwas beitragen mögen. Zunächst können wir feststellen, dass es den Begriff Care-Arbeit noch gar nicht so lange gibt. Er wurde 1990 von Berenice Fisher und Joan Tronto, zwei US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen, als Ersatz für den Begriff unbezahlte Hausarbeit eingeführt. Das Neue daran war die Erkenntnis, dass es in Familien nicht primär ums Kochen, Putzen und Einkaufen geht, sondern diese und viele anderen Aufgaben jeweils auch mit Sorge für Kinder und Angehörige und auch für sich selbst verbunden sind.
1995 wurde dieser Begriff von Nancy Faulber, einer US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin, insofern erweitert, dass nicht mehr nur unentlohnte familiäre oder ehrenamtliche Care-Arbeit darunter gefasst wurde, sondern auch die Arbeit der Care-Beschäftigten. Und so entstand ein Begriff, der ähnliche Tätigkeiten in zwei in der ökonomischen Theorie bisher sehr getrennten Bereichen zusammenführte. Heute verstehen wir also unter dem Begriff Care-Arbeit oder im deutschsprachigen Raum synonym Sorgearbeit sowohl die Gesamtheit der familiären und ehrenamtlichen Sorgearbeit für andere, die Sorgearbeit für sich selbst, sowie die entlohnten Erziehungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Pflegetätigkeiten in Institutionen wie Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Kitas. Bei der Sorgearbeit handelt es sich grundsätzlich um die Unterstützung, Entwicklung oder auch Wiederherstellung von intellektuellen, körperlichen und emotionalen Fähigkeiten. Damit, so hoffe ich, ist klar geworden, dass wir es bei der Sorgearbeit mit alltäglichen Tätigkeiten zu tun haben, die wir alle in der einen oder anderen Form ausführen. Wir kümmern uns um uns selbst, um unsere Gesundheit, um unsere Bildung. Wir kochen für uns und andere Menschen, wir erziehen Kinder, beraten Freunde und Freundinnen, pflegen Angehörige oder unterstützen Menschen in Not. Zu den arbeitsinhaltlichen Besonderheiten der Care-Arbeit lässt sich sagen, es gibt bei diesen Tätigkeiten einen starken Personenbezug, sie ist beziehungsorientiert, kommunikationsintensiv, häufig handelt es sich um asymmetrische Beziehungen, auch wenn diese gleichzeitig für alle Beteiligten Bedürfnisse befriedigen können. Die Care-Arbeit ist kaum rationalisierbar ohne Qualitätsverlust. Dies benannte der US-amerikanische Ökonom William Jack Bomol bereits in den 1960er Jahren in Bezug auf die Dienstleistungsarbeit allgemein als Cost Disease. Wie sich diese Kostenkrankheit auswirkt, verdeutlichte Bomol am Beispiel eines Hornquintetts. Ein von einem Hornquintett gespieltes Musikstück verliert an Qualität, wenn es schneller oder nur mit 4 statt 5 Musizierenden gespielt wird. Darüber hinaus ist allgemein bekannt, dass es sich bei der Sorgearbeit primär um Frauenarbeit handelt. Ferner lässt sich in Erweiterung von Karl Marx feststellen, sie ist lebensnotwendig für die Reproduktion der Arbeitskraft und das bedeutet im Kapitalismus gleichzeitig, dass sie möglichst kostengünstig ausgeführt werden soll. Lange war unbekannt, welchen Umfang Care-Arbeit in unserer Gesellschaft einnimmt, vor allem deswegen, weil es keinerlei statistische Daten zur Sorgearbeit in privaten Haushalten gab. Dank frauenpolitischer Akteurinnen gibt es seit den ersten empirischen Daten für 1991-92 alle 10 Jahre eine repräsentative Zeitverwendungsstudie des Statistischen Bundesamts. Wir können dieser zunächst entnehmen, wenn Sie in diesem Fall von rechts nach links lesen, was wir eigentlich auch bereits wussten, dass Frauen durchschnittlich deutlich mehr nicht bezahlte Sorgearbeit als Erwerbsarbeit leisten und bei Männern dies umgekehrt ist. Dabei wird unter der hier aufgeführten unentlohnten Sorgearbeit der Umfang der Hausarbeit, der Arbeit für und mit Kindern, der Pflegearbeit, der ehrenamtlichen Arbeit verstanden. Weniger bekannt ist jedoch, dass der Stundenumfang der unentlohnten Sorgearbeit insgesamt deutlich höher ist als der Umfang der gesamten Erwerbsarbeit. Dies sehen Sie anhand der beiden Balken ganz links. Der Anteil der unentlohnten Sorgearbeit übersteigt den Anteil der entlohnten Arbeit deutlich. Seit wir nun die unentlohnt ausgeführten Sorgearbeitsstunden kennen, können wir auch den Anteil der gesamten entlohnten und unentlohnten Sorgearbeit an der Gesamtwirtschaft errechnen. Allerdings eben nur alle 10 Jahre zum Zeitpunkt der Erhebung der Zeitverwendungsstudie. Die letzte betraf das Jahr 2012. Zu diesem Zeitpunkt entfallen 56% aller Arbeitsstunden auf die unentlohnte Sorgearbeit, 34% auf die gesamte Erwerbsarbeit. Innerhalb der Erwerbsarbeit wiederum entfallen 18% der Erwerbsarbeitsstunden auf die Care-Bereiche, Gesundheit und Pflege, Bildung und Erziehung sowie Haushaltsdienstleistungen. Letztere werden allerdings nur in geringem Maße erfasst, da sie meist irregulär abgewickelt werden. Bezogen auf den Gesamtumfang der Arbeit liegt der Anteil der entlohnten Sorgearbeit bei 8%. So lässt sich zeigen, dass knapp 2/3 aller Arbeitsstunden in der BRD
Care-Tätigkeiten sind. Und dieser Prozentsatz wird in Zukunft weiter zunehmen, da es zwar möglich ist, immer schneller Autos zu produzieren, wir aber nicht immer schneller Menschen beraten, heilen oder versorgen können, ohne dass es eben zu großen Qualitätsverlusten kommt. Allerdings heißt dies nicht, dass diese Bereiche der Care-Arbeit in Wissenschaft und Politik eine große Bedeutung haben. Es geht hier ja nur, in Anführungszeichen, um die Reproduktion der Arbeitskraft. Auch wenn diese Voraussetzung für sämtliche Produktionsprozesse ist, wird in Wirtschaft und Politik primär über das restliche Drittel der Ökonomie gesprochen. Im Folgenden möchte ich nun begründen, warum diese Ausblendung der Sorgearbeit gerade im neoliberalen Kapitalismus zur Überlastung der Sorgearbeitenden führt. Dazu ist es sinnvoll, sich die Veränderung des Familienmodells bzw. Reproduktionsmodells anzuschauen. In vielen Industriestaaten war bis in die 1970er Jahre hinein das Ernährermodell noch weit verbreitet. Es beinhaltet, dass in Familien grundsätzlich eine Person, meist der Mann, primär erwerbstätig ist, während eine andere Person, meist die Frau, die gesamte familiäre Sorgearbeit abwickelt. Sie ist für die Kindererziehung die gesamte Haushaltsführung verantwortlich, gleichzeitig versorgt sie nicht nur ihre Eltern und Schwiegereltern, sondern ist darüber hinaus für alleinstehende Tanten oder schwerkranke Nachbarinnen zuständig. Und da es zu dieser Zeit einen Familienernährerlohn gab, der eine weitere erwachsene Person und zwei Kinder finanzierte, war dieses Modell bis in die Facharbeiterklasse hinein realisierbar. Und auch wenn der Lohnarbeitende starb oder krank oder erwerbslos wurde, war die Familie über die Sozialversicherung am Lebensstandard orientiert abgesichert. Das Modell beruht auf einer krassen geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung, alle arbeiten, aber das Geld bringt der Mann heim. Dieses Modell war in der modernisierten Variante, dass Frauen immer häufiger zuverdienten, so wurde dies damals genannt, in Westdeutschland auch noch darüber hinaus aktuell. Spätestens aber mit dem neuen Jahrhundert wurde es durch eine grundlegend andere Ausrichtung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik durch ein anderes Modell ersetzt. Da stellt sich die Frage, warum? Zunächst waren bereits seit den 1970er Jahren Feministinnen gegen dieses Ernährermodell Sturm gelaufen. Diese soziale Bewegung, die von Beginn an für die Gleichstellung von Frauen eintrat, hätte allerdings alleine nicht die Kraft gehabt, ein in Westdeutschland sehr tief verankertes Bild der Mutter, die sich zu Hause liebevoll um die Kinder kümmert, aufzubrechen. Unterstützung bekam sie von ungewohnter Seite. Es waren Vertreter aus Wirtschaft und Politik, die den Ausbau der Erwerbstätigkeit von Frauen begrüßten. Warum? Weil das alte fordistische Modell mit dem aus heutiger Sicht hohen Familienernährerlohn und den hohen Sozialversicherungsleistungen auch für die Kapitalseite viel zu teuer wurde, zumal in Zeiten von weltweiten Konkurrenzkämpfen auf globalisierten Märkten. Das neue Credo lautet jetzt im neoliberalen Kapitalismus, dass jede erwerbsfähige Person, unabhängig vom Geschlecht, von der Anzahl der zu versorgenden Kindern oder zu betreuenden Angehörigen, für das eigene Einkommen verantwortlich ist. Inzwischen hat sich das neoliberale Modell etabliert. Die Reallöhne sanken vor allem in der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts, also von 2000 bis 2009, deutlich. Die Erwerbstätigenquote von Frauen steigt immer weiter an und liegt inzwischen bei über 72%. Sozialstaatliche Leistungen wurden schrittweise abgebaut. Dafür wird das Konzept der Eigenverantwortung betont. Viele Familien stehen damit vor folgender Situation. Zwei Elternteile sollen jetzt zwei berufliche Jobs, möglichst Vollzeitjobs ausführen und gleichzeitig die unentlohnte Sorgearbeit zu Hause realisieren. Gleichzeitig haben die Anforderungen in beiden Arbeitsbereichen zugenommen. Auf der einen Seite flexibilisierte Erwerbsarbeitszeiten mit Überstunden bis in den Feierabend und Urlaub hinein. Auf der anderen Seite steigende Anforderungen an die Kindererziehung. Immer wichtiger wird unter anderem die gesunde Ernährung von Kindern, Fahrdienste für sportliche und andere Freizeitaktivitäten, sowie nicht nur in Zeiten von Corona die Betreuung der Hausaufgaben, ohne die manche Kinder in der Schule verloren wären. Dass dieses Modell in dieser extremen Form zu Stress führen muss und auf die Dauer nicht durchzuhalten ist, ist eigentlich bereits rechnerisch klar, wird jedoch in Politik und Wirtschaft nicht zur Kenntnis genommen. Dies ist deswegen möglich, da in der herrschenden Ideologie für das Private, für die Arbeit in Familien nur die jeweils Einzelnen, nicht aber die Gesellschaft
zuständig ist. Und was macht in dieser Situation die Familienpolitik? Sie unterstützt gerade nicht zielstrebig die unentlohnte Sorgearbeit, was notwendig wäre, sondern betreibt Wirtschaftspolitik. So hat sich 2003 das Bundesfamilienministerium neben der Erhöhung der Geburtenrate als zentrale Aufgabe gesetzt, die Frauenerwerbsbeteiligung zu steigern und damit explizit Wachstumsziele zu verfolgen. Entsprechend unterstützt die Familienpolitik die Familiärsorgearbeitenden primär dort, wo ansonsten die Erwerbstätigkeit von Frauen beeinträchtigt würde. Die dafür zur Verfügung stehenden Transferleistungen können primär den ohnehin finanziell besser gestellten, den sogenannten Leistungsträger und Trägerinnen, zugutekommen. Dies illustriert die Einführung des einkommensabhängigen Elterngelds im Jahre 2007. Während gut verdienende Eltern vom Staat bis zu 1.800 Euro pro Monat Elterngeld als Lohnersatzleistung beziehen können, werden bei Empfängerinnen und Empfängern von Hartz IV selbst die ihnen zustehenden 300 Euro mit dem Arbeitslosengeld II verrechnet. Das entspricht faktisch einer Streichung. Es geht also beim Elterngeld explizit nicht um eine allgemeine finanzielle Unterstützung von familiärer Sorgearbeit. Hier werden vielmehr staatliche Mittel zugunsten ohnehin finanziell besser gestellten Menschen zur Absicherung deren hohen Lebensstandards verwendet. Unterstützt werden primär hochqualifizierte berufstätige Frauen, die motiviert werden sollen, die neue Generation von Arbeitskräften auf die Welt zu bringen, sie entsprechend der erhöhten Bildungsanforderungen zu erziehen und selbstverständlich nach der Elternzeit sich auch wieder im Beruf intensiv einzubringen. Auch der schrittweise Ausbau der Kindertagesstätten ist primär für die Absicherung der Berufstätigkeit von Frauen gedacht. Bei der Vergabe von Kita-Plätzen erhalten, trotz eines Rechtsanspruchs aller Eltern auf öffentlich unterstützte Betreuung, Kinder aus Familien mit berufstätigen Eltern Vorrang. Es geht also nicht darum, Kinder von Beginn an gleichermaßen zu fördern, sondern um die Unterstützung der Berufstätigkeit von Eltern. Dies soll möglichst kostengünstig stattfinden. So ist es nicht verwunderlich, dass der Ausbau der Kita-Plätze von Kindern unter 3 Jahren nur schleppend vorangeht und nach wie vor den Bedarf bei weitem nicht deckt. Inzwischen gibt es für 33,6% der Kinder unter 3 Jahren eine Kindertagesbetreuung, allerdings haben 47,7% der Eltern einen Betreuungsbedarf. Das vorrangige Ziel, Kosten einzusparen, zeigt sich auch daran, dass die qualifizierten Erzieher und Erzieherinnen nicht angemessen entlohnt werden, qualifiziertes Personal fehlt und häufig unzureichend ausgebildetes Betreuungspersonal eingesetzt wird. Während die Bertelsmann-Stiftung bei Kindern unter 3 Jahren einen Betreuungsschlüssel von 3 Kindern pro Erzieher oder Erzieherin fordert, liegt dieser Schlüssel im bundesdeutschen Durchschnitt bei 4,2 Kindern pro Betreuungsperson. Besonders fatal für Sorgearbeitende, die Vollzeiterwerbsarbeit und hohe Aufgaben in der Kindererziehung nicht gleichzeitig realisieren können, ist die 2008 in Kraft getretene Unterhaltsreform. Seither haben geschiedene Alleinerziehende mit Kindern über 6 Jahren keinen Anspruch mehr darauf, dass ihr Unterhalt zumindest teilweise von Ex-Partner oder Partnerin bezahlt wird, da unterstellt wird, dass sie trotz der Betreuung der Kinder Vollzeit erwerbstätig sein können. Auch wenn das jüngste Kind zwischen 3 und 6 Jahre alt ist, wird erwartet, dass der Elternteil, der den Hauptteil der Sorgearbeit leistet, zumindest Teilzeit erwerbstätig ist und damit große Teile des eigenen Unterhalts selbst erwirtschaftet. Da Frauen nach wie vor deutlich weniger verdienen als Männer und vor allem nach einer Familienphase schlechtere Einstiegsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, finden sich mit dieser Regelung viele Frauen, die unentlohnte Sorgearbeit leisten, nach einer Scheidung in prekären Lebensverhältnissen wieder. Bei der Betreuung Pflege- und hilfebedürftiger älterer Menschen ist die staatliche Unterstützung noch deutlich geringer, werden diese doch im Gegensatz zu Kindern nicht mehr als Arbeitskräfte benötigt. Dort konnte eine bezahlte Freistellung zur Pflege, vergleichbar mit dem Elterngeld, nicht durchgesetzt werden. Seit 2015 gibt es für lediglich 10 Arbeitstage Lohnersatzleistungen, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Diese Pflegenden, die derzeit 3/4 aller Personen mit Pflegegraden zu Hause unterstützen, sind häufig hochbelastet,
dass sich Beruf und Pflege nur schwer vereinbaren lassen. Geben Sie die Erwerbstätigkeit auf, landen Sie allerdings schnell im Hartz-IV-Bezug bzw. im Alter in der Grundsicherung. Wenn die Angehörigen oder Freunde und Freundinnen es nicht mehr schaffen, kommen bei gut verdienenden Familien sozial nicht abgesicherte sogenannte 24-Stunden-Kräfte zum Einsatz, in der Regel Migrantinnen, die deutlich unter dem Mindestlohn beschäftigt werden und für die die Beschränkungen des Arbeitszeitgesetzes nicht gelten. Wie gehen nun aber Familien mit diesen geschilderten schwierigen Situationen um? Die erste Erkenntnis ist, es gibt nicht mehr wie im Fordismus ein einheitliches Reproduktionsmodell, sondern je nach ihren finanziellen Ressourcen sieht die Aufteilung von beruflicher und familiärer Arbeit in Familien recht unterschiedlich aus. Ich habe dies am Beispiel von Haushalten mit minderjährigen Kindern, das sind im statistischen Sinne Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren, mit Hilfe des Statistischen Bundesamts untersucht. Die Zahlen beziehen sich auf 2014. Das neoliberal favorisierte Modell, bei dem beide Elternteile mit gutem Verdienst vollzeiterwerbstätig sind, ist bei Haushalten mit minderjährigen Kindern nur für 14% aller Haushalte überhaupt praktikabel. Und auch das nur, weil gerade diese Gruppe massiv vom Elterngeld und vom Ausbau der Kitas profitiert. Auch können Sie einen Teil der in der Familie anfallenden Sorgearbeit kostengünstig an irregulär beschäftigte, häufig migrantische Haushaltsarbeiterinnen abgeben. Dieses ökonomisierte Modell, wie ich es nenne, funktioniert also nur auf der Grundlage einer zutiefst ungerechten Arbeitsteilung. Bei einem großen Teil der Haushalte mit minderjährigen Kindern, nämlich bei 38%, ist ein Elternteil in Vollzeit, während der andere, meist die Frau, Teilzeit beschäftigt ist und den größten Teil der Sorgeaufgaben übernimmt. Dieses paarzentrierte Modell unterscheidet sich vom früheren modernisierten Ernährermodell mit der sogenannten Zuverdienerin dadurch, dass es keinen Familienernährerlohn mehr gibt. Der Verdienst rund um das gesellschaftliche Medianeinkommen lässt sich deswegen auch meist nur durch das seit 1958 wirksame Ehegattensplitting finanziell aufrechterhalten. Darüber hinaus ist die Absicherung bei Arbeitsplatzverlust und Krankheit durch gesetzliche Einschnitte in das Sozialversicherungssystem für die Hauptsorgetragenden deutlich prekärer als zuvor. Dies gilt, wie bereits erwähnt, auch im Fall einer Scheidung wegen der seit 2008 gültigen Unterhaltsreform. Viele Familien mit minderjährigen Kindern, nämlich 29%, befinden sich derzeit bereits in prekären Lebensverhältnissen. Die Familienmitglieder erwirtschaften zwar noch ein Einkommen oberhalb der Grundsicherung, sind aber nicht in der Lage, sich über Erwerbsarbeit eine wirklich stabile, die Existenz sichernde Perspektive zu erarbeiten. In diesen prekären Haushalten finden sich Erwerbstätige mit geringen Stundenlöhnen und damit häufig auch mit mehreren Jobs und langen Erwerbsarbeitszeiten. 19% aller Haushalte mit Kindern sind arm, auf die staatliche Grundsicherung, insbesondere Hartz IV, angewiesen oder müssen wegen Niedriglöhnen aufstocken. Dies trifft überproportional häufig Alleinerziehende und pflegende Angehörige, aber auch chronisch kranke oder körperlich stark beeinträchtigte Menschen. Sie sind primär damit beschäftigt, die grundlegendsten Bedürfnisse für sich und ihre Kinder abzusichern. Es lässt sich also festhalten, dass keines der vier Modelle eine erstrebenswerte Zukunftsperspektive darstellt und alle mit großen Schwierigkeiten und Nöten verbunden sind. Bis hierher habe ich den Fokus bewusst auf die unentlohnte Sorgearbeit gelegt, dass sie den allergrößten Teil der Care-Arbeit umfasst und dennoch meist unberücksichtigt bleibt. Für die einzelnen Berufsgruppen wie Pfleger und Pflegerinnen, Erzieher und Erzieherinnen oder Sozialarbeitende sind in Wissenschaft und Politik deutlich mehr Erkenntnisse vorhanden, die Sie sich als Studierende auch gut aneignen können. Dennoch möchte ich Ihnen anhand einiger Daten, die vom Statistischen Bundesamt jährlich erfasst werden, exemplarisch und aus aktuellem Anlass verdeutlichen, wie sich die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in den Krankenhäusern in den letzten Jahrzehnten verschlechtert haben. Die Bettenzahl
hat im Zeitraum von 1991 bis 2017 um ein Viertel abgenommen. Die Fallzahlen sind um ein Drittel gestiegen und die durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern nahm deutlich ab, und zwar um beinahe 50%. Da Menschen nicht schneller gesund werden, nur weil sie früher entlassen werden, kommt es zu sogenannten blutigen Entlassungen. Und es sind die Freunde und Freundinnen, Familienangehörigen oder die Patienten und Patientinnen selbst, die unentlohnt und dafür nicht ausgebildet Spritzen setzen oder Wundverbände wechseln. Hier haben wir es also wieder mit einer Zunahme unentlohnter Arbeit zu tun, auf die allerdings in dieser Statistik nicht hingewiesen wird. Gleichzeitig lässt sich auf der Folie deutlich erkennen, dass sich im genannten Zeitraum die Zahl der Ärzte und Ärztinnen um knapp 70% erhöht hat, nicht zuletzt dadurch, dass Operationen und Gerätemedizin mit den Fallkostenpauschalen gut abzurechnen sind. Die Zahl des Pflegepersonals blieb im gleichen Zeitraum allerdings beinahe konstant bzw. nahm nur leicht um 0,7% zu. Die Folge ist, nicht erst seit Corona, dass viele Pflegekräfte überlastet sind. Nach all dem Gesagten ist nicht verwunderlich, dass sich hohe Belastungen und Erschöpfungszustände in der deutlichen Zunahme psychischer Erkrankungen ausdrücken, zu denen Depressionen inklusive Burnout sowie Suchtkrankheiten gehören. Die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen haben sich in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Sie sind zur dritthäufigsten Ursache für Arbeitsunfähigkeit aufgestiegen und gehen mit besonders langen Fehlzeiten einher. Und psychische Erkrankungen sind in Care-Berufen besonders häufig vertreten. Während der Anteil psychischer Erkrankungen im Durchschnitt aller Branchen 2018 bei 11,4 Fällen pro 100 AOK-Mitglieder liegt, sind Care-Beschäftigte deutlich häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. In der Haus- und Familienpflege sind es 21,5 Fälle pro 100 AOK-Mitglieder, in der Altenpflege 19,9, bei Erzieherinnen 16,9 und bei Krankenpflegekräften 16,4. Diese Quoten liegen auch deutlich über den Quoten bei technischen oder handwerklichen Berufen, bei denen 3,8 bis 5,4 Fälle pro 100 Beschäftigte auftreten. Das hat damit zu tun, dass Beschäftigte in Care-Berufen besonders darunter leiden, dass ihnen wegen des Personalmangels für die helfenden und beratenden Aufgaben die Zeit fehlt. Aber es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass zu über 80% Frauen in Care-Berufen beschäftigt sind, die neben ihrem Beruf in der sogenannten zweiten Schicht überproportional viel unentlohnte Sorgearbeit leisten. Bisher habe ich über die Auswirkungen der Rahmenbedingungen im Neoliberalismus auf die Sorgearbeitenden gesprochen. Im Folgenden gehe ich darauf ein, dass dieses System zusätzlich auch zu ökonomischen Krisenerscheinungen führt. Zunächst fasse ich noch einmal zusammen, was ich bisher erläutert habe, betone dabei allerdings die Bedeutsamkeit der Care-Arbeit für die Kapitalverwertung. Für die Verwertung des im Produktionsprozess eingesetzten Kapitals muss Arbeitskraft in hinreichender Quantität und Qualität zur Verfügung stehen. Dies wird in einer kapitalistischen Gesellschaft primär unentlohnt durch die Sorgearbeit in Familien geleistet. Hier wird die zukünftige Generation der Erwerbstätigen geboren, erzogen und betreut, und hier wird auch die Arbeitskraft der derzeitigen Erwerbstätigen wiederhergestellt. Seit im neoliberalen Kapitalismus alle erwerbsfähigen Personen durch Erwerbsarbeit eigenständig für ihren Lebensunterhalt aufkommen müssen, fehlt jedoch für diese familiäre Sorgearbeit die Zeit. Dieses Problem wird noch verstärkt durch eine staatliche Austeritätspolitik, die an der sozialen Infrastruktur spart, mit der Konsequenz, es fehlt in der öffentlichen Daseinsvorsorge fast überall an Personal und Ressourcen. Besonders sichtbar wird dies in Zeiten von Corona in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, wenn etwa der Mangel an Pflegekräften oder Schutzausrüstung deutlich wird. Begründet wird diese Austeritätspolitik, die auch eine möglichst niedrige Sozialleistungsquote einschließt, damit, dass die Wettbewerbsfähigkeit des von Deutschland aus operierenden Kapitals aufrechterhalten werden muss. Dieses recht einseitig an kurzfristig erzielbaren Renditen ausgerichtete Handeln hat allerdings inzwischen dazu geführt, dass die Folgen einer umfassenden Kostensenkungspolitik negativ auch auf Unternehmen zurückschlagen.
So fehlt es an qualifizierten Fachkräften, beispielsweise an informationstechnischen oder Care-Berufen, da sich besonders Frauen der doppelten Anforderung einer möglichst umfassenden Erwerbsarbeit und hohen familiären Sorgeaufgaben durch Teilzeitarbeit entziehen. So steigt das Volumen der Frauenerwerbsarbeit trotz steigender Erwerbsquote nur sehr gering an. Gleichzeitig sind Fachkräfte nicht umfassend qualifiziert, nicht zuletzt aufgrund der Verkürzung der Bildungszeiten, beispielsweise durch G8, die verkürzte Gymnasialzeit bis zum Abitur, und durch ebenfalls verkürzte Studienzeiten mit Master- und Bachelorabschlüssen. Ferner kommt es zu langen Arbeitsunfähigkeitszeiten aufgrund psychischer Erkrankungen. Darauf habe ich bereits hingewiesen. Allerdings leiden darunter nicht nur die Erkrankten, sondern diese Beschäftigten fehlen durchschnittlich circa einen Monat im Beruf. Und auch das erforderliche Commitment der Beschäftigten für ihr Unternehmen scheint nicht sehr ausgeprägt. So kommt eine Gallup-Studie 2019 zu der für Unternehmen alarmierenden Erkenntnis, dass nur 15% der Beschäftigten bereit sind, sich freiwillig für die Ziele ihres Unternehmens einzusetzen. 69% weisen nur eine geringe Bindung an ihr Unternehmen auf und 16% haben bereits innerlich gekündigt, was auch als eine Form des Widerstands gelesen werden kann. Es lässt sich also feststellen, derzeit werden die Reproduktionskosten der Arbeitskraft in einem Maß nach unten gedrückt, dass die benötigten qualifizierten, körperlich fitten und motivierten Arbeitskräfte kaum mehr im ausreichenden Umfang zur Verfügung stehen. Insofern spitzt sich der in einer kapitalistischen Gesellschaft permanent vorhandene Widerspruch zwischen Profitmaximierung einerseits und Aufrechterhaltung der Reproduktion der Arbeitskraft andererseits derzeit zu. Da die quantitative und qualitative Verfügbarkeit der Arbeitskräfte so beeinträchtigt wird, dass dies perspektivisch eine deutliche Verschlechterung der Bedingungen der Kapitalverwertung nach sich zieht, spreche ich von einer Krise sozialer Reproduktion. Ähnlich gelagert ist das Grundproblem bei der Krise ökologischer Reproduktion. Auch hier führt der Zweck einer kapitalistischen Gesellschaft, nämlich die Verwertung des eingesetzten Kapitals, nicht nur zu ökologischen Schäden, die bereits heute die menschlichen Lebensbedingungen verschlechtern, sondern es werden, in diesem Fall die nichtmenschlichen, Ressourcen ohne Abschätzung der auch nur mittelfristigen Konsequenzen weltweit den Böden entrissen und im Falle der Verbrennung fossiler Rohstoffe Treibhausgase emittiert. Die Folgen wie Wirbelstürme, Dürren oder Überschwemmungen schlagen auch auf die Produktionsbedingungen zurück. Zwar gelingt es derzeit noch, diese ökologischen Folgen zum größten Teil zu externalisieren, sodass primär im globalen Süden viele Menschen auf verseuchten Böden Müll halten oder in einem veränderten Klima leben müssen und wirtschaftliche Entwicklung dort entsprechend schwer zu realisieren ist. Diese Situation ist nicht nur ethisch nicht akzeptabel, sondern bereits heute ist sichtbar, dass weltweites Wachstum wegen des Klimawandels und der Rohstoffknappheit dauerhaft nicht möglich ist. Und in dem Moment, wo aus ökologischen Gründen grundlegend veränderte Güter produziert werden müssen, gelingt diese Umstellung auch nur, wenn dieser Umbau staatlich subventioniert wird. So hatte beispielsweise die bundesdeutsche Autoindustrie mit ihrem doppelten Wortsinn fossilen Unternehmenspolitik schon vor Corona massive Absatzprobleme. Jetzt in Zeiten von Corona rettet sie das milliardenschwere Hilfspaket der Bundesregierung. Und dennoch fordert die Autoindustrie inzwischen bereits Kaufprämien für Neuwagen. So zeigt sich, das derzeitige Wirtschaftswachstum kann auf die aus ökologischen Veränderungen sich ergebenden Produktionsanforderungen und damit verbundenen grundlegenden Veränderungen der Kostenstruktur nicht angemessen reagieren. So ist das kapitalistische System nicht nur nicht in der Lage, die notwendigen Ressourcen für benötigte Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, es kann auch die ökologische Zerstörung selbst dort nicht stoppen, wo sie mittelfristig die Grundlagen der Güterproduktion im umfassenden Sinne in Frage stellt. Im Folgenden versuche ich, diese politisch-ökonomischen Zusammenhänge in einem Schaubild noch etwas zu verdeutlichen. Zunächst sehen Sie, dass zum Zweck der Kapitalverwertung Lohnreduktion und Arbeitsintensivierung betrieben wird. Die Folge ist eine Krise sozialer Reproduktion, die sich darin ausdrückt, dass gut ausgebildete und fitte Arbeitskräfte im ausreichenden Ausmaß fehlen. Entsprechend lässt sich auch die Krise ökologischer Reproduktion verstehen.
der exorbitante Ressourcenverbrauch und die viel zu hohen Treibhausgasemissionen, die Folge der Ausweitung der Produktion sind, führen zur Naturzerstörung. Diese wiederum verursacht so hohe Kosten, dass eine massive Beeinträchtigung der Kapitalverwertung droht. Das Eingreifen des Staates ist für das Abfedern beider Krisen erforderlich. In Bezug auf die soziale Reproduktionskrise greift der Staat trotz grundlegender Austeritätspolitik mit einzelnen erwerbszentrierten familienpolitischen Maßnahmen dort ein, wo ansonsten der Fachkräftemangel zu Produktionsausfällen führen würde. Hinsichtlich der ökologischen Krise betreibt der Staat eine halbherzige Umweltpolitik und stellt gleichzeitig für die Wirtschaft Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung, indem er durch Subventionen die Auswirkungen auf betroffene Branchen abmildert. Allerdings sind nach wie vor die meisten Subventionen nicht an Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dies lässt sich an den wirtschaftlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Rezession, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unausweichlich ist, derzeit deutlich nachvollziehen. Ich komme jetzt zu meinem vierten und letzten Teil. Insgesamt können wir festhalten, dass die Rahmenbedingungen für gelingende Sorgebeziehungen ebenso ungenügend sind wie die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Dennoch halten Politik und Wirtschaft weiter an dem eingeschlagenen Kurs fest. Um Profite zu realisieren, werden Kosten möglichst weitgehend reduziert, selbst dann, wenn dies mittelfristig zur Zerstörung sozialer Beziehungen und ökologischer Systeme führt. Das ist eine Gesellschaftsanalyse, die zunächst wenig Hoffnung auf Veränderung macht. Ich sehe allerdings derzeit viele Menschen, die in der Corona-Pandemie bewusster erfahren, wie stark wir alle von der Sorgearbeit von Pflegekräften und Ärzten und Ärztinnen abhängen. Auch wird deutlich, selbst wenn dies noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit erwähnt wird, dass das gesamte System der Kontakteinschränkungen ohne die Eltern gar nicht aufrechtzuerhalten wäre, die häufig neben dem Homeoffice eine Ganztagesbetreuung ihrer Kinder realisieren. Und so gewinnen Erfahrungen, die auch vor Corona bereits viele Menschen teilten, eine Relevanz im öffentlichen Diskurs. Ich sehe gleichzeitig, wie viele Menschen aufatmen, dass wir derzeit wenigstens etwas weniger Treibhausgase in die Luft blasen. Sie spüren gerade derzeit in der Verlangsamung ihres Lebens, dass ein gutes Leben nicht von privaten Autos und von Flugreisen abhängt und auch nicht vom Übermaß an Konsumgütern, die weltweit produziert werden, um insbesondere im globalen Norden genutzt zu werden. Und sie hoffen, dass die Rezession jetzt auch eine Chance für ein ökologisches Umsteuern darstellt. Diese Entwicklungen machen Mut. Und doch zeigt die politisch-ökonomische Analyse, dass auch nach der Corona-Pandemie jeder Schritt hart umkämpft sein wird, der darauf abzielt, tatsächlich solidarische und nachhaltige Lebensweisen in das Zentrum von Politik und Wirtschaft zu stellen. Notwendig ist deswegen eine Transformationsstrategie, in deren Zentrum der Aufbau einer solidarischen und nachhaltigen Care-Ökonomie steht. Und dabei verstehe ich unter Care-Ökonomie erstens Institutionen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, aber auch Familien, also Orte, an denen entlohnte oder unentlohnte Sorgearbeit ausgeführt wird. Sie müssen umfassend gestärkt werden. Zur Care-Ökonomie gehört jedoch zweitens auch die Sorge umeinander und damit der Blick auf grundlegende menschliche Bedürfnisse bei gleichzeitig nachhaltigem Wirtschaften. Mit der Konzentration auf Sorge umeinander als Prinzip des gesellschaftlichen Handelns können somit auch andere lebensnotwendige Bereiche wie Mobilität, Landwirtschaft oder Wohnungsbau ebenfalls achtsam gestaltet werden, sodass die ökologische Zerstörung gestoppt werden kann. Eine entsprechend entwickelte Care-Ökonomie wäre in der Lage, Menschen ein humanes und gleichzeitig nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Allerdings benötigt eine solche Perspektive starke soziale Bewegungen, die einen langen Atem haben und eine echte Revolutionierung aller Bedingungen in Angriff nehmen, unter denen Menschen derzeit leben und häufig auch leiden. Mit der Strategie der Care Revolution plädiere ich und mit mir das Netzwerk Care Revolution, das seit 6 Jahren bundesweit aktiv ist, für einen solchen grundlegenden Perspektivenwechsel. Wir setzen uns für ein gutes Leben ein, in dem alle Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können, und zwar umfassend, ohne jemanden auszuschließen und nicht auf dem Rücken anderer.
Für eine solche Politik sehe ich vier Ansatzpunkte. Zunächst ist eine drastische Verkürzung der allgemeinen Erwerbsarbeitszeit erforderlich. Gleichzeitig ist der Ausbau des Sozialstaats mit auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnittenen Angeboten wichtig, die auch Menschen mit hohen Sorgeaufgaben unterstützen. Dafür wiederum sind drittens demokratische Strukturen vor Ort notwendig, sodass auch die Bedürfnisse tatsächlich aller Menschen wahrgenommen werden können. Und viertens werden von unten aufgebaute Gemeinschaftsprojekte oder Commons benötigt, die heute bereits zeigen, dass ein anderes Leben möglich ist. Ich beginne mit dem Ziel, der Erwerbsarbeit zurückzudrängen. Menschen benötigen deutlich mehr Zeit, als gegenwärtig beispielsweise vollzeitberufstätige Eltern mit Kindern zur Verfügung steht. Deswegen ist eine deutliche Reduktion der Vollzeiterwerbsarbeit für alle unabdingbar, damit sich auch alle an der unentlohnten Sorgearbeit beteiligen können. In einem ersten Schritt ist die Erwerbsarbeitszeit auf maximal 30 Stunden pro Woche zu reduzieren. Alle erwerbsfähigen Personen haben dann höchstens eine kurze Vollzeit mit aus Sicht der Beschäftigten steuerbaren, flexiblen Langzeitkonten. Wichtig ist, dass diese Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit mit einem Lohnausgleich für schlechter verdienende Beschäftigtengruppen einhergeht, sowie ohne Erhöhung der Arbeitsintensität verwirklicht wird. Damit verringert sich das gesamte Volumen der Erwerbsarbeit. Und die Gesellschaft ist gezwungen, eine Debatte über den Stellenwert einzelner Wirtschaftsbereiche zu führen. Die Produktion welcher Güter soll abgebaut werden? Und in welchem Umfang sollen gleichzeitig beispielsweise das Gesundheits- und Bildungswesen ausgebaut werden? Eine solche Reflexion ökonomischer Schwerpunktsetzung kann einen großen Beitrag dazu leisten, die Erderwärmung tatsächlich auf unter 2 Grad zu begrenzen. Ferner ist wichtig, schrittweise die Löhne und Gehälter anzugleichen, um auch bei Verringerung des Erwerbsarbeitsvolumens Armut zu verhindern. Dies geht über eine flächendeckende Einführung von Tarifverträgen, die bei Tarifauseinandersetzungen eine Erhöhung von Sockelbeiträgen deutlichen Vorrang geben vor proportionalen Lohnerhöhungen bis hin zu Lohnobergrenzen für besser Verdienende. Ziel ist eine möglichst weitgehende Nivellierung der Einkommensdifferenzen, sodass zukünftig die Forderung nach einem gleichen Verdienst pro Erwerbsarbeitsstunde für alle nicht mehr so utopisch klingt, wie es heute noch der Fall ist. Die logische Fortsetzung einer solchen Entwicklung ist ein gleiches Einkommen für alle, unabhängig vom Umfang der geleisteten Erwerbsarbeit. Damit wird das Konzept einer besonderen entlohnten Sphäre der Arbeit grundlegend in Frage gestellt. Das ist nur konsequent, denn schließlich arbeiten wir heute bereits im großen Umfang unentlohnt. Schon parallel zu diesem Zurückdrängen der Erwerbsarbeit ist es wichtig, eine existenzielle Absicherung für alle durchzusetzen. Diese stellt eine Grundvoraussetzung für gelingende Sorgebeziehungen dar. Eine Möglichkeit, diese grundlegende Absicherung zu realisieren, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Begonnen werden könnte mit einem bedingungslosen Grundeinkommen beispielsweise für Kinder. Ferner ist eine umfassende Bürgerinnenversicherung unabdingbar, in die tatsächlich alle Einwohner und Einwohnerinnen einzahlen und bei der die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben wird. Auf der Basis einer solchen Bürgerinnenversicherung lässt sich auch die Pflege so organisieren, dass alle anfallenden Pflegekosten übernommen und damit die Belastungen von Angehörigen deutlich verringert werden. Da gerade Menschen mit umfassenden Sorgeaufgaben Unterstützung in den Bereichen von Bildung und Erziehung, von Gesundheit und Pflege benötigen, gilt es, die öffentliche soziale Infrastruktur auszubauen, sie gebührenfrei zu gestalten und deren Qualität zu steigern. Nur so erhalten Menschen auch Unterstützung für ihre je individuellen Lebensentwürfe. Selbstverständlich sind im Rahmen einer deutlich ausgebauten öffentlichen Daseinsvorsorge auch die Arbeitsbedingungen und die Verdienstmöglichkeiten der meist weiblichen Care-Beschäftigten zu verbessern. Mit dem Ausbau in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege lässt sich der Care-Bereich gegenüber der Sphäre der Güterproduktion sowie der produktionsnahen Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen deutlich stärken. Dies ermöglicht nicht nur vielen Menschen ein besseres Leben zu führen, sondern kann auch einen großen Beitrag zur Eindämmung der rasch voranschreitenden Erderwärmung leisten, da im Bereich personennaher Dienstleistungen Treibhausgasemissionen eine deutlich geringere Rolle spielen als im Bereich der Güterproduktion. Die hier skizzierten Maßnahmen
lassen sich durch eine umfassende Umverteilung gesellschaftlicher Ressourcen zulasten reicher Menschen finanzieren. Möglich sind beispielsweise die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Besteuerung auch der Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz sowie die Einführung einer Vermögenssteuer. Den erforderlichen Ausbau öffentlicher Infrastruktur gilt es demokratisch zu gestalten. Dies erfordert umfassende Mitbestimmungsrechte nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für diejenigen, die Sorgebedarf haben. Notwendig sind runde Tische und Kehrräte sowie Volksbegehren und Abstimmungen. In der gesellschaftlichen Realität ist allerdings die Situation vorherrschend, dass Wohlfahrtsverbände und Privatunternehmen, die Pflegeheime, Krankenhäuser, Schulen oder Kitas betreiben, den Sorgebedürftigen wie auch deren Angehörigen keinerlei Rechenschaft schuldig sind. Voraussetzung einer solchen Demokratisierung ist deswegen, den bisher noch vorherrschenden Trend zur Privatisierung im Care-Bereich zu stoppen und gleichzeitig die Vergesellschaftung all derjenigen Care-Institutionen voranzutreiben, die keine umfassende Mitsprache der Sorgebedürftigen und Beschäftigten erlauben. Diese Institutionen können als kommunale Einrichtungen in die Hände der Allgemeinheit zurückgeführt werden, in Form von Genossenschaften oder anderer demokratischer Strukturen, die finanziell im Bedarfsfall aus Steuergeldern unterstützt werden und von Räten geführt werden, die allen Beteiligten offenstehen. Solche demokratischen Strukturen sollten dezentral organisiert werden, dass Sorgebeziehungen kleinräumig gestaltet werden. Vor Ort können sich solche Prozesse im Zusammenwirken aller Beteiligten entwickeln, indem möglichst viele Menschen ihre, sich auch widersprechenden Wünsche einbringen. Und in diesem Prozess lässt sich eine Kultur des Zuhörens und der Empathie entwickeln, die unter Bedingungen kapitalistischer Konkurrenz kaum entstehen kann. Für den Aufbau einer Care-Ökonomie sind darüber hinaus auch vielfältige Gemeinschaftsprojekte im Stadtteil oder auf dem Dorf, die heute bereits neue Wege ausprobieren, enorm wichtig und deswegen auch aus Steuermitteln zu unterstützen. Ich denke dabei an Nachbarschaftszentren, Mehrgenerationenhäuser, Kommunen, Gemeinschaftsgärten. Ich denke aber auch an Betriebe wie Polikliniken oder Landwirtschaftsgenossenschaften, die ihr Eigentum vergemeinschaftet haben und sich mit kollektiven Entscheidungsprozessen selbst organisieren. Häufig nutzen diese Projekte Gebrauchsgegenstände wie Werkzeuge oder Waschmaschinen gemeinsam, wodurch sich die Treibhausgasemissionen ebenfalls reduzieren lassen. Teilweise wird auch das Einkommen zu gleichen Teilen und nach Bedarf aufgeteilt, sodass für alle gesorgt ist. Dies sind Leuchttürme, die schon ein wenig auf die Zukunft hinweisen und auch auf Kleinfamilien und Singlehaushalte ausstrahlen, die ebenfalls beginnen, ihren Konsum zu reflektieren. Mit diesen hier umrissenen Schritten einer Care-Revolution lässt sich zunächst eine solidarische und nachhaltige Care-Ökonomie auch innerhalb noch bestehender kapitalistischer Strukturen aufbauen. Langfristig erlaubt diese Transformationsstrategie den Weg in eine solidarische Gesellschaft, in der die Sphärentrennung zwischen entlohnter und nicht entlohnter Arbeit aufgehoben ist. In einer solchen solidarischen Gesellschaft haben alle Menschen freien Zugang zu dem, was in arbeitsteiliger Praxis geschaffen wird. Und alle tragen gemäß ihren Bedürfnissen zur notwendigen Arbeit bei. Das bedeutet, sie entscheiden selbst über ihren Beitrag. Und über Gespräche, Hinweisgebungen oder auch Vorschläge zur Aufteilung anstehender Arbeitsaufgaben werden die Beiträge und die Bedarfe koordiniert. Gesellschaftspolitische Entscheidungen, dazu gehören auch ökologische und ökonomische Entscheidungen, werden über Räte vor Ort oder Debatten in überregionalen Kontexten abgestimmt. In einer solchen Gesellschaft steht nicht mehr Konkurrenz im Fokus, sondern das zentrale Gestaltungsprinzip ist Solidarität. Das ist das Ziel einer Care-Revolution, eine solidarische Gesellschaft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.